Hallo, mein Name ist Sophia Schlegel und ich befinde mich hier in der Praxis für Gesundheits- und Ernährungsberatung auf der Saintrupper Höhe in Münster. Und ich habe heute einen Termin mit einer Ernährungsberaterin. Ja, mein Name ist Marieke Knickenberg. Ich bin zertifizierte Gesundheitstrainerin für den Bereich Ernährung und Fachberaterin für Säuglings- und Kinderernährung und jetzt seit knapp 2 Jahren in Münster mit eigener Praxis selbstständig. Ja, wie man sich schon denken kann, geht es ja heute um das Thema Ernährung, im Speziellen aber auch um das Thema Sportlerernährung. Und da stellt sich natürlich erstmal die Frage, woraus sollte Ernährung für Sportler grundsätzlich eigentlich bestehen? Die Ernährung eines Sportlers, ja, als erstes kann man vielleicht 5 Kriterien nennen, die wichtig wären. Das wäre als erstes, die Ernährung sollte lecker sein. Das finde ich persönlich immer ganz wichtig, weil irgendwas, was ich nicht gerne esse, das halte ich auch nicht durch und möchte ich auch nicht gerne essen. Dann sollte die Ernährung gut bekömmlich sein. Dann muss die Ernährung für einen Sportler ausreichend Kohlenhydrate enthalten. Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Eiweiß. Und als letzter entscheidender Faktor sind die Mikronährstoffe zu nennen. Das heißt, da ist es wichtig, dass die Nahrung wirklich die lebensnotwendigen Vitamine, Mineralstoffe, sekundären Pflanzenstoffe bietet, die ich besonders eben, wenn ich mich belaste, in noch größerem Maße brauche. Gut, das hört sich ja alles ziemlich theoretisch an. Was genau bedeutet denn jetzt ausgewogene und gesunde Ernährung? Eine vollwertige Ernährung, wie ich sie jedem eigentlich empfehle, beinhaltet als erstes mal ganz wichtig die ausreichende Versorgung mit Getränken. Das heißt, gerade natürlich auch beim Sportler ist es sehr wichtig, ausreichend zu trinken. Da kommt man dann, wenn man jetzt von einer 60 Kilogramm schweren Frau ausgeht, so bei Pi mal Daumen 2 Litern raus. Das darf dann auch durchaus mal mehr sein und bei sportlicher Belastung noch mehr. Diese Getränke sollten gedeckt werden über Wasser, über ungesüßte Früchte- und Kräutertees oder auch mal über eine Fruchtsaftschorle, die aber dann im Verhältnis 1:3 gemixt werden sollte, wobei das 3 für die 3 Teile Wasser steht und nicht umgekehrt. Dann wäre das quasi so der zweite Baustein, der sehr wichtig ist, Gemüse und Obst. Sollte möglichst frisch, regional, saisonal verzehrt werden. Da gibt es von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung die Empfehlung, 5-mal am Tag Gemüse und Obst zu essen. Das heißt, bei jeder Hauptmahlzeit und bei jeder Zwischenmahlzeit sollte Gemüse und Obst enthalten sein. Dann ist ein ganz wichtiger Baustein, sind Kohlenhydrate über Vollkornprodukte, über Kartoffeln. Und da wäre eigentlich hauptsächlich wichtig zu wissen, dass es tatsächlich Vollkornprodukte sein sollten, die ich zu mir nehme, weil die ein Vielfaches von Mikronährstoffen mir bringen, die ein Auszugsmehlprodukt mir nicht mehr bieten kann. Die Hülsenfrüchte wären noch zu nennen, die gehören eigentlich zum Gemüse und Obst. Die sind gerade für Sportler sehr empfehlenswert, weil das sehr wichtige pflanzliche Eiweißquellen sind. Also das sind quasi wirklich kleine Eiweißbomben, die sehr gut auch das tierische Eiweiß ergänzen können. Und dann gibt es noch die Fette und Öle. Die werden beim Sportler dann gerne mal so hinten angestellt, weil man immer das Gefühl hat, oh Gott, bloß nicht zu viel Fett aufnehmen. Da gilt ganz klar die Devise Qualität vor Quantität. Wichtig ist es, dass es möglichst viele ungesättigte Fettsäuren sind, die ich zu mir nehme. Das erreiche ich mit pflanzlichen Ölen wie Rapsöl, Leinöl, Olivenöl, Walnussöl, aber auch zum Beispiel sehr gut mit Nüssen. Das sind auch wieder so Nährstoffbomben für Sportler, weil die auch sehr viel gutes Eiweiß enthalten. Und last but not least darf dann natürlich in der allgemeinen und natürlich auch der Sportlerernährung nicht fehlen, dass man dann durchaus auch die Lebensmittel mit drin hat, die einen höheren Zucker-Salz-Gehalt haben und auch eventuell einen höheren Fettgehalt haben, die man aber wirklich dann am besten nur in einer Portion pro Tag, sage ich jetzt mal, verzehren sollte. Darunter fallen dann auch die Müsli-Riegel, die gezuckerten Limonaden, darunter fallen alle Knabbereien, die man so hat. Und wie sehen die Mahlzeiten für jemanden aus, der wirklich Muskeln aufbauen will, im Vergleich vielleicht zu jemandem, der Teamsport macht, sowas wie Fußball zum Beispiel? Der Ausdauersportler oder auch Spielsporttreibende, der braucht noch etwas mehr Kohlenhydrate. Der Kraftsportler sollte, sagen wir jetzt mal, wenn man sich jetzt mal so einen 17-jährigen Jugendlichen vorstellt, der vielleicht eher schmal gebaut ist, der Muskeln aufbauen möchte, dann würde man dem als Empfehlung grob mitgeben,
als Anfänger vielleicht so 1,4 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag aufzunehmen. Da wäre der dann mit 70 Kilo bei knapp 100 Gramm pro Tag. Und dann ist es so, dass beim Kraftsport fast mehr als die Menge des Eiweißes entscheidend ist, wann ich das Eiweiß zu mir nehme. Das heißt, jemandem, der Muskel aufbauen möchte, würde man empfehlen, vor dem Workout, ja, ich sag mal, in so einem Zeitfenster 2 Stunden vor dem Workout, 2 Stunden nach dem Workout, da sollte man eben in diesen 2 Stunden vorher schon mal so 20 Gramm ungefähr hochwertiges Eiweiß zu sich nehmen. Und dann sollte in den 2 Stunden nach dem Training auch wieder eine Eiweißzufuhr von ja, nochmal 15 oder 25 Gramm Eiweiß ungefähr so in dem Rahmen erfolgen. Und dann bleiben immer noch gut 50 Gramm Eiweiß, die ich dann ansonsten einfach über den Tag verteilen kann. Aber entscheidend ist dann so dieses Zeitfenster, dass das Eiweiß einfach den Muskeln zur Verfügung steht, wenn sie es dann auch konkret benötigen. Ja, das war's eigentlich. Meine Fragen haben sich alle geklärt. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne.